So, dann mal weiter in der Räuberhöhle. Die Tür da war zu. Das will ich aber vorher nochmal überprüfen. Die ist nämlich gar nicht zu. Aber irgendeiner war doch abgeschlossen. Die da war dann abgeschlossen, ne? Na gut. Zu. Auf. Und ein einsamer Milizionär, der uns nicht aggro, obwohl wir zweifel davor ihm stehen. Ah, okay. Also die Tür scheint wohl irgendwas da zu stören. Aber das passt schon. Töten. Hauen. Ah, wir haben noch eine Ersatzwaffe, oder? Ich glaube schon. So, direkt zeig mal. Nee, die Ersatzwaffe ist auch schon kaputt. 8 bis 10. Moment mal, 8 bis 10? 7 bis 8. 8 bis 10. Oh. Hat jetzt aber nichts mit der Beschädigung zu tun, dass sie so wenig Schaden macht, die eine, oder? Was sind beide Stammesäxte? Die eine macht 7 bis 8, die andere macht 8 bis 10. Das ist komisch. Aber gut, nehmen wir die heile 8 bis 10. Zu. Und. Portal zu einem fernen Stern. Ich hätte lieber einen Schlüssel. Ist hier noch irgendwo ein Secret? Irgendwas klickbar? Nee. Okay. Dann zur nächsten Tür, wo ich dachte, dass sie abgeschlossen wäre. Nämlich hier links. Das könnte natürlich auch sein, wenn wir zum ersten Mal den Schlüssel benutzt haben, dass dann alle Türen aufgegangen sind, also das Schloss entfernt wurde, die dieses Schloss haben. Das fände ich ein wenig komisch. Na gut, gucken wir erstmal weiter. Diesmal sind es zwei. Kann ich nicht jetzt einfach schießen? Nein, kann ich nicht. Gesundheit. Oh, Q. Bogenschütze kommt hinterher, kann aber nicht schießen. Soweit alles gut. Lalala. Also das muss definitiv angepasst werden. Das kann nicht sein. Oh ja, wir machen immer noch ordentlich Schaden, das ist in Ordnung. Komm, kaputt. Ah, Levelanstieg. Apropos Levelanstieg. Du nicht, du hast noch. Du nicht, du nicht, du nicht. Okay. Wir hätten gerne eine Vitalität. Ein Wahrnehmung Restmacht. So. Und wir hätten gerne Fertigkeiten. Oh. Oh, wir können jetzt schon zum Experten aufsteigen. Okay. Ich dachte, mit jedem Punkt, den man reinsetzt, geht der Balken weiter voll. Und wenn man dann quasi diesen ersten Abschnitt, diese erste Bubble hier voll hat, dann wird das hier auch grün oder so ähnlich. Aber anscheinend nicht. Wir müssen einen Lehrer aufsuchen. Heißt das, wir müssen jetzt einen Punkt aufbewahren, damit wir einen Lehrer aufsuchen können, den einen Punkt dann reinsetzen und Experte werden? Oder werden wir automatisch Experte, wenn wir den Lehrer aufgesucht haben und brauchen keine Punkte? Okay, dann. Ein Punkt da. Ein Punkt da. Und den einen Punkt behalten wir einfach nur für Notfall. Und selbst wenn wir ihn nicht brauchen, können wir, nachdem wir Experte sind, einfach noch einen Punkt draufsetzen. Das passt schon. Noch irgendjemand Punkte über? Wo ich gerade mal hier bin. Ja, Dirk. Ungelernt. Mittelschwere Rüstung. Lernmal. Auch wenn wir noch keine Rüstung gefunden haben. Schwere Rüstung brauchst du dann gar nicht erst zu lernen, wenn wir noch nicht mal eine Mittelschwere haben. Dafür dann halt Axt und Axt. Oh, warte mal. Ah, okay, das Pöppelchen wird hier hervorgehoben. Also sehr schön. Wir können jetzt Axtexperte und Streitkolbenexperte werden. So, eine Rumpelkammer mit einem Heiltrank, sehr schön.
Kisten haben sonst nichts Besonderes dabei. Nee. Nirgendwo irgendwelche Secrets, blinkende Lichter oder sonst was. Nee. Ja, durch die Kiste, aber die haben schon geplündert. Nö, nö, okay. Dann bleibt nur noch der Gang da unten. Aber ich denke, wir sollten vorher einmal schlafen, wenn wir es denn noch können. Nee, wir haben keine Ration mehr. Also keine Ration mehr. Wenig Lebenspunkte bei den beiden. Dafür volle bei den Tanks. Und volle Mana. Nee, komm, wir gehen da jetzt runter. Wir versuchen in dem Raum noch einigermaßen klar zu kommen. Und dann müsste das Ding hier... Ah, da geht's weiter, ne? Ja, dann sollten wir demnächst wieder in die Stadt zurück. Also um wahrscheinlich den... Ah, da ist aber noch ein Schloss vor. Oh. Okay. Also um einen von den beiden wiederzubeleben, die bestimmt gleich sterben werden. Um Rationen zu kaufen, um zu schlafen, um Waffen zu reparieren. Was man halt so in der Stadt macht. Also. Wegschießen, wegschießen. Du bist eine Elite. Dann flieg mal weg. Und Feuer. So, schießen, 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 Feuer. Und nächste Runde müssen wir eigentlich im Nahkampf kaputt kriegen. Nee, komm. Hauen, 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 Mana. Trotzdem nicht. Okay, jetzt aber. Sehr schön. Da funkelt schon mal was. Nachtschattiger Jagdbogen. Alles plündern. Moment da. Nachtschattiger Jagdbogen. So. Und ja, ich weiß, da hat was gefunkelt, aber ich werde erstmal gucken, ob hier noch irgendwo irgendwas ist. Nee, nee, nee. Okay. Klick. Du. Und weiter runter. Na gut, ganz kurz runter gucken können wir ja. Wenn es denn zu haarig wird, laufen wir wieder hoch. Weil ich will jetzt nicht schon wieder in die Stadt zurücklaufen. So ein kleines bisschen erforschen muss noch drin sein. Oh, aber hier ist eine Abzweigung. Ganz schön düster. Oh. Düster hier, wollte ich sagen. Ja, das Schild ist defekt. Komm schon. So. Hier nix, da nix. Du mach mal wieder deine Nachtsicht. Hoffentlich klappt's jetzt ja. Ah, sehr schön. Das ist komisch, dass das eine Mal nicht funktioniert hat. Also zweimal, glaube ich, hat es nicht funktioniert. Da ist ein Gegner. Da sehen wir einen Gegner, kommen wir aber nicht hin. Ja, alles plündern. Noch eine Kiste. Augapfelamulett und wasserabweisende Lederfäustlinge. Ja, nö. Nö, nö, nö. Was ist das da auf dem Tisch? Wegen Nachtsichtzauber kann ich es nicht ordentlich erkennen. Kannst du noch den Fackelzauber machen? Eisblitz. Wow. Okay. Der Fackelzauber überschreibt die Nachtsicht. Und es waren aber nur Teller. Okay, da hat das wegen ein Buch oder was Wichtiges. Klick. So. Wow. Zehn. Mal rückwärts laufen sollen, nicht in den Nahkampf gehen. Du kannst gar nichts mehr zaubern, nö. So, Nummer 1 kaputt. Mürrum kaputt. Ja, greift schön die beiden Krieger an. Auch noch Talana. Obwohl. Was gar nicht mehr so wirklich wichtig ist. Talana kann auch ruhig bewusstlos werden. Sie hat keine Mana mehr. Das ist ziemlich sinnlos. Aber jetzt kriegt sie wenigstens noch Erfahrungspunkte. Weil ich habe so den Verdacht, dass die Gegner Erfahrungspunkte geben.
aber jedem Gruppenmitglied, das wach ist. Es ist nicht so, dass die meinetwegen 50 geben und dann werden die 50 verteilt auf jeden Charakter. Also jeder 5x5. Sondern sie geben 50 einfach jedem, der wach ist. Was ein wenig schade ist. Sonst könnte man theoretisch auch eine Einer-Gruppe machen. So als Solo-Challenge. Und dann kriegt der eine, der halt rumläuft, viermal so viele Erfahrungspunkte. Aber ja, sieht nicht gut aus. Wir sollten nach oben. Klick. Wobei das ja auch nur indirekt bei den anderen Teilen ging. Da musste man dafür sorgen, dass seine Gruppenmitglieder alle bis auf einen ausgelöscht werden. Was schwieriger ist, als man denkt. Jedenfalls glaube ich, dass es so war. Konnten da auch tot sein. Da gibt es ja einen feinen Unterschied zwischen tot und ausgelöscht. Tot kann man wiederbeleben. Ausgelöscht ist einfach weg. Obwohl, ich glaube, selbst dafür gab es einen Zauber oder so. Das ist das Schöne gewesen in den alten Teilen. Es gab so viele verschiedene Zauber. Also jetzt gibt es immer noch viele, aber ich habe das Gefühl, da fehlt ein bisschen was. Aber hey, ist ja auch Early Access. Ich habe ja auch gehört, dass es noch kein Townportal geben soll. Dafür aber Lloyd's Beacon. Den gab es vorher auch. Lloyd's Beacon ist der, wo man einen Punkt auf der Karte setzt. Und dann kann man jederzeit zu dem Punkt zurückspringen. Und je nachdem, wie hoch der Skill ist. Jedenfalls war es früher. Ja, wir sind immer noch beim Unterschied. Das wird also doppelt getriggert, okay. Also ja, je nachdem, wie hoch der Skill ist. In damals war es Wassermagie. Konnte man halt mehr von diesen Beacons setzen und sie haben länger gehalten. Warum bist du da am Weg? So, das ist jetzt die Nachtschicht an Gegnern. Nee. Aber das ist nur eine normale Riesenspinne, das passt schon. Nein, nicht direkt. Ah komm, wir haben noch viel Gifte. Jetzt. Stirb. So, Trick I. Gegengift. Ja, wir haben dezent Gegengifte. 40 Stück. So. Karte sagt keine Gegner bisher. Wir haben einen ganz schön langen Weg nach Hause, glaube ich. Oh, Tag, sehr schön. Ja, das ist ein Vorteil von dem schnellen Tag- und Nachtwechsel. Wenn Gegner den Weg blockieren, die zur Nacht gehören, verschwinden sie am Tag? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ja, wenn ja, wäre es praktisch. Michael und seine Glorien. Michael war der Erzengel, der die Armeen befehligt hat, richtig? Karte. Geradeaus und da so rum. Klick. Ja, ihr seid alle müde und grumpig und schwach und verwirrt, genau, Talana. Und wieder Nacht. Rein. Und ich glaube, die Symbole sind inzwischen angepasst worden. Also am Anfang, also noch vor dem Early Access Release am 19. waren die Symbole richtig groß, wenn man eine Stadt betritt oder ein Gebäude. Die gingen über den ganzen Bildschirm. Und jetzt scheinen die dezenter geworden zu sein. Es ist ein wenig verstörend, wenn Tirik Alba nur so vor sich hin summt. Und eine Axt in der Hand hält. Und so braucht eine Axt. So, Dienste, Wiederherstellung. Ja. Bei Bewusstsein. Und gleich in die... Bist du vergiftet? Nein, du bist nur müde. So, gleich in die nächste Taverne. Erstmal schlafen. Genau. 20 Stunden, 8 Gold. Oder andersrum. Und Proviant. So. Was fehlt jetzt noch? Rüstung und Waffen reparieren. Waffen war hier, Rüstung war ein bisschen weiter hinten. Und ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, nochmal nach Ausrüstung zu gucken, weil das wird irgendwie nichts. Reparaturwaffen. Ja. Raus. Was wir allerdings machen sollten, wäre die Trainingshalle aufsuchen. Die wir bei dem Typen, der meint, er wäre sowas ähnliches wie der Bürgermeister. Und denn da hoffentlich Axtkampf oder Streitkolben auf Experte bringen. Weil ich denke schon, dass es einen ganz schönen Unterschied machen wird. Schwere Rüstung? Nee.
Reparaturrüstung und Schilde. Mhm.